Servus zusammen, wir sind hier wieder auf den internationalen Jagd- und Schützentagen auf Schloss Grünau beim Deutschen Bogenjagdverband. Ich habe es ja schon ein paar Mal in Foren uns was geschrieben, ich bin ein riesen Fan der Bogenjagd. Leider ist es in Deutschland ein schwieriges Thema und ich habe hier zwei Leute gefunden, den Louis und den Oliver, die sich hier bereitgestellt haben, ein Interview mit mir zu führen. Erstmal euch beide, erstmal danke fürs Interview und ja, ihr habt darum gebeten, euch selber erstmal ein bisschen vorzustellen, den Verband, also legt los. Ja, sehr gerne, vielen, vielen Dank. Der Deutsche Bogenjagdverband wurde 1999 gegründet. Wir alle sind Jäger, somit wir stellen quasi von Jäger für Jäger das Thema Jagd mit Jagdpfeil und Bogen dar. Wir bieten auch eine entsprechende Ausbildung an für das Thema und wir vertreten alle Jäger, auch in Deutschland, um das Thema Jagdpfeil und Bogen voranzubringen und auch darüber aufzuklären. Wichtig für uns ist auch, dass wir die Jäger, die in Deutschland noch nicht mit dem Bogen jagen können, ausbilden, weil wir ja viele davon haben, die ins Ausland gehen. Und dort möchten wir, dass sie gut vorbereitet sind und eben auch eine ethische Jagd mit dem Bogen durchführen können. Jetzt hier kommt man immer wieder in den Foren. Wenn man so in die typischen Jagdforen, in die typischen Jagdblöcke reinschaut, da heißt es immer wieder, die Bogenjagd ist unpräzise, die Bogenjagd ist unletal, das ist Tierquälerei und das ist eigentlich auch keine richtige Jagd. Fangen wir mal vorne an, was könnt ihr zum Thema Letalität sagen? Letalität, also du meinst die Tötungswirkung? Ja, Tötungswirkung. Genau. Also wer sich auskennt und weiß, wie eine Jagdspitze aussieht, da sind ja quasi so kleine Messer dran, der kann verstehen, wenn diese Jagdspitze von dem Jagdpfeil präzise durch die Kammer, also den tödlichen Bereich, geschoben wird, fällt die Lunge zusammen, es kommt kein Sauerstoff mehr zum Hirn, es werden große blutführende Gefäße getroffen. Das heißt, das Tier schweißt auch sehr schnell aus und innerhalb von circa 10 Sekunden liegt das Tier am Boden. So viel zum Thema Letalität. Ist eigentlich verständlich, muss man sagen. Wenn es jetzt da aber heißt, ja, die Jäger sagen immer, ja, wir haben auf Hochwild die 2000 Joule auf die 100 Meter. Habt ihr da so Vergleichswerte, wo man sagen kann, ungefähr, wo man energetisch ist oder warum ist der Bogen eigentlich ein ähnliches Mittel in dem Bereich? Ich glaube, da gibt es einen ganz großen Unterschied. Wenn wir über Joule reden, dann sind wir eigentlich ganz weit davon weg. Wir sind im Bereich von 60, 80, 120 Joule, je nachdem, wie stark der Bogen ist und wie schwer der Pfeil ist. Das heißt, es ist in keiner Weise selber. Aber warum funktioniert es? Es gibt einen sehr großen Unterschied. Ein Geschoss muss durch das Gewebe penetrieren und zerreißen. Das heißt, ein Geschoss, ein Büchsgeschoss, braucht extrem viel Energie, um diese Arbeit zu verrichten. Beim Bogen, der Spitze des Pfeiles, ist Rasiermesser scharf. Das heißt, wir schneiden, wir zerreißen nicht und das ist der große Unterschied. Man muss sich so vorstellen, wie wenn ich ein Stück Fleisch habe, ich das mit einem scharfen Messer zerschneide, das geht sehr leicht. Nehme ich aber ein stumpfes Messer oder eins, was nur eine gewisse Riffelung hat, dann wird es nicht so leicht gehen. Mit der Spitze geht es sehr leicht, damit reicht uns diese Joule-Anzahl aus. Das Zweite, ich habe da noch was Zweites zu, kommt noch etwas Wichtigeres, wenn es um die Tötungswirkung hier drin geht. Wir wollen Arterien, Herz, letale Bereiche zerschneiden. Hat einen ganz großen Vorteil. Durch das Zerschneiden bekomme ich einen glatten Schnitt. Der glatte Schnitt bewirkt, dass ich wesentlich mehr Blut oder Schweiß produziere, damit der Blutdruckabfall schneller stattfindet. Wenn ich etwas zerreiße, was macht die Arterie? Sie ist ja ein Ringmuskel, der kann sich zurückziehen und dadurch findet weniger schnell das Zerreißen statt. Das heißt, durch Schneiden habe ich einen höheren Blutdruckabfall, weil es schneller schweißt. Und auch eine geringere Wildbrettentwertung, oder? Ich habe keine Wildbrettentwertung. Ich habe einen Schnitt, die Joule-Zahl ist so niedrig, der Eintritt geht so leicht, weil es ja schneidet, dass es zu keiner Hämatombildung gar nichts kommt. Es bleibt auch nichts des Geschosses, des Pfeils im Wildkörper zurück, sondern er bleibt komplett zusammen und verlässt normalerweise durch das Wild durch auf der anderen Seite das Wild wieder raus und es ist komplett sauber. Schau mal, wir zeigen es ganz kurz. Du siehst hier zwei Jagdpfeile. Die Pfeile unterscheiden sich von Sportpfeilen nur in der Spitze. Das heißt, bei einem Trainingspfeil kann ich die Trainingsspitze hier zum Beispiel abschrauben. Siehst du, das ist die Trainingsspitze. Die ist definitiv nicht geeignet für die Jagd. Aber eine Spitze mit den Schneiden, Rasiermesser scharf, die durch den Tierkörper geschoben wird, die ist geeignet für die Jagd.
Dann wäre gleich die zweite Frage natürlich das Thema Präzision. Es wird immer wieder gesagt, ey, wir haben Gewehre, da können wir auf 200, 300 Meter mit einem Zielfernrohr, mit Wärmebildtechnik und allem den präzisen Schuss anbringen. Das ist doch mit dem Bogen überhaupt nicht möglich. Das sind ja unpräzise Werkzeuge. Klar, sowas kommt immer wieder als Diskussion. Vom Grundsatz her muss ich sagen, wir alle sind Jäger. Ich jag genauso mit der Büchse, mit der Flinte, alle hier im Verband, aber auch gerne im Ausland mit Jagdpfeil und Bogen. Das ist Grundvoraussetzung, wir als Jäger, dass wir mit dem Jagdpfeil dorthin treffen, wo wir auch hingezielt haben. Und das ist ganz klar der Kammerbereich. Ja? Das heißt auch, ich muss mich so gut vorbereiten mit der Ausrüstung, dass ich immer so präzise treffe, dass der Pfeil definitiv unmittelbar tödlich ist. Daher auch wieder zum Thema Ausbildung. Ausbildung, schwere Prüfung. Wir haben eine Prüfung, Schießprüfung. Der Teilnehmer muss 6 Pfeile schießen mit der Jagdspitze und 5 davon müssen in der Kammer sitzen. Und das muss er alle 5 Jahre wiederholen. Auf welche Distanz? Maximal 25 Meter. Hintergrund ist nicht das Können. Treffen können wir auch viel weiter, wenn man trainiert ist. Aber die Relation zwischen der Pfeilfluggeschwindigkeit, dem Geräusch, was der Bogen macht beim Abschuss, dieses Bing, und der Schall ist schneller wie der Pfeil. Das heißt, wir wollen ja als Jäger, dass der Pfeil dort ankommt, wo ich auch hingezielt habe. Deswegen begrenzen wir uns auf eine jagdliche Distanz von maximal 25 Meter. Und du hast es vielleicht auch gesehen oder vorhin auch schon getestet, Compoundbogen, was heutzutage am allerhäufigsten für die Jagd mit Jagdpfeil und Bogen verwendet wird, hat eine Zieleinrichtung wie ein Diopter, sehr präzise, wenn es eingestellt ist auf den Jäger. Pfeilauflage, die auch entsprechend eingestellt sein muss. Und das heißt, wiederholgenau, präzise. Und das wählen die allermeisten für die Jagd mit Jagdpfeil und Bogen, um auch dem Begriff der Weitgerechtigkeit gerecht zu werden. Könnte man auch sagen, durch die nahe Distanz ist es sogar viel anspruchsvoller eigentlich als die Jagd mit der Büchse. Ich weiß nicht, ob es anspruchsvoller ist, aber ich muss mich wirklich mit meinem Wild beschäftigen. Ich muss auch komplett neue Strategie lernen, wo ich mich ansetze oder wo ich pirsche. Das, was ich beim Büchsjäger gelernt habe, muss ich vergessen. Ich kann nicht an der Waldfeldkante sitzen und das Wild ist dann auf einmal 50 Meter draußen. Das geht nicht. Ich muss wissen, wo sind die Wechsel, wo kommt das Wild angewechselt. Vorm Austritt versichert sie aber nochmal, bleibt stehen und schaut, ist was los. Das heißt, ich bin immer zurückgesetzt, wo das Wild ruhig anwechselt. Und dort habe ich dann die Zeit und kann dann auch auf so eine kurze Distanz meinen Schuss antragen. Natürlich ist es spannend. Weil wenn ich auf 20 Meter da bin, der Wind steht mir ins Gesicht und ich habe ein Schwein vor mir, das rieche ich, bevor ich es manchmal sehe. Das ist schon toll. Also kann man eigentlich auch gleich sagen bei der Äußerung, wenn es heißt, es ist keine richtige Jagd, das sind irgendwelche Leute, die halt mit Pfeil und Bogen im Wald rumrennen wollen. Eigentlich ist es mehr an der ursprünglichen Jagd dran, als was man halt normalerweise heute mit Elektronik oder Ähnlichem macht. Weil, wie du schon gerade gesagt hast, man muss sich ein bisschen mehr mit dem Wild beschäftigen, weil das Wild bleibt ja nicht stehen und wartet darauf. Absolut. Ja, wir wollen verhindern, dass man ein Absetzen macht, also dass man einen Unterschied macht zwischen den Jagdarten. Ich sage, wie vorhin auch, wir alle sind Jäger, daher also auch keine Unterschiede. Ja, ihr seid ja auch beide Büchsjäger. Ja. Ich jag seit 30 Jahren mit Büchse und Flinte und habe seit 15 Jahren das Bogenjagen addiert. Und für mich ist es da wichtig, und deswegen engagiere ich mich auch hier, dass ich die Freiheit bekomme, das zu wählen, wann ich das möchte. Das richtige Werkzeug für das richtige Werkzeug. Weil es gibt Tage, an denen gehe ich gerne mit der Büchse raus oder mit der Flinte und es hat absolut seine Berechtigung. Und dann habe ich aber auch Bereiche, da weiß ich, da kann ich mit dem Bogen viel schöner jagen. Und das würde ich da gerne auch wählen. Finde ich sehr gut. Ein wichtiger Punkt noch, was der Olli jetzt gerade auch angesprochen hat. Es geht auch um das Thema, wo kommen wir mit der Flinte oder mit der Büchse an unsere Grenzen als Jäger? Ja, es gibt Bereiche, wo ich sage, das ist mir dann zu gefährlich. Aber Wildtiere finden da trotzdem ihren Platz und fühlen sich heimisch, weil sie eben keine Gefahr laufen. Sprich urbaner Bereich, befriedeter Bezirk, ja, also Städte quasi. Und wenn wir da mal über den Tellerrand hinausschauen, nach Spanien zum Beispiel, wo mittlerweile in Madrid die letzten 10 Jahre in der Stadt von Jägern, speziell ausgebildeten Jägern, mit Jagdpfeil und Bogen über 600 Wildschweine erlegt wurden. In der Stadt? In der Stadt. Im urbanen Bereich. Wäre aber was für Berlin, weil Berlin hat ja auch recht oft Schweine im Stadtgebiet. Nicht nur, wir haben also viele Bereiche, auch in Deutschland, auch in anderen Ländern, wo Wildtiere in den urbanen Bereich, also in die Stadt auch drängen, weil sie merken, ah, da gibt es Futter, da fühlen wir uns wohl. Am Anfang ist es natürlich auch toll, Wildtiere zu sehen und kleine vielleicht auch, ist goldig, bis halt mal
man selber betroffen ist und merkt, okay, das könnte auch gefährlich werden oder Krankheiten werden übertragen oder. Und da wäre es halt hilfreich oder ist es auch hilfreich in anderen Ländern für den Jäger zusätzlich Jagdpfeil und Bogen verwenden zu können. Weil ja die ganze Zeit immer schon mit Bogen redet, wie schaut es denn aus mit dem Thema Armbrust? Die Frage wird bestimmt kommen, ist die bei euch inkludiert, ist die bei euch außen vor? Könnt ihr dazu was sagen? Ja, wir sehen uns wirklich als der Verband, der sich um den Jagdbogen kümmert. Hat auch einen einfachen Hintergrund. Der Bogen, so wie wir ihn verwenden, unterliegt momentan keiner waffenrechtlichen Regelung, weil die Energie in dem Bogen selbst nicht gespeichert werden kann. Da setzt der Gesetzgeber an, der sagt, es wird alles zur Waffe erklärt, wo Energie gespeichert, gesichert werden kann und weggelegt werden kann. Eine Armbrust würde das tun. Das heißt, eine Armbrust ist im Waffenrecht drin geregelt, der Bogen ist es nicht. Er ist wesentlich freier und einfacher hier zu benutzen. Deswegen passen wir für uns auch in den Jagdbogen auf, aber fassen die Armbrust selbst nicht an. Ein wichtiger Punkt noch dazu, was du auch gerade angesprochen hast. Der Bogen, die Jagdausrüstung, die vom Jäger für die Jagd mit Jagdpfeil und Bogen verwendet wird, ist in allen Ländern, wo die Jagd mit Jagdpfeil und Bogen integriert ist, immer noch nach wie vor Sportgerät. Ja? Das heißt, nur wenn der Jäger den Bogen, den Jagdpfeil verwendet, gibt es gewisse Reglements, wie zum Beispiel die Jagdscheinnummer auf dem Jagdpfeil zu notieren, dass man eine Nachvollziehbarkeit hat. Oder auch der Transport, dass der Bogen und die Ausrüstung bis zum Jagdrevier, bis zur eigentlichen Jagd verpackt ist, also dass nichts passieren kann. Das finde ich sinnvoll. Aber ich finde es definitiv sinnvoll, wenn der Bogen selbst als Sportgerät bleiben darf. Finde ich auch eine gute Antwort. Dann hätte ich noch die Frage, was habe ich denn als Deutscher, wo die Bogenjagd verboten ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in den deutschen Bogenjagdverband eben eintrete? Also wenn ich sage, ich möchte da Mitglied werden, aber es bringt mir ja eigentlich in der Praxis momentan als Deutscher noch gar nichts. Was haben mich denn für Benefits? Da gibt es ganz viele Ecken, wo wir anfangen können. Das erste ist, wenn ich mich über Jagd mit dem Bogen interessiere, dann muss ich mich beschäftigen und benötige eine Ausbildung. Selbst wenn ich die nicht in Deutschland praktizieren kann, sondern im Ausland, und wir sehen das ja, wenn ihr später zeigen wollt, wie viele Länder wir in Europa alleine haben, es sind 18, 19 Länder momentan, wo die Bogenjagd legal praktiziert wird, dann muss ich dort ausgebildet hinkommen. Das heißt, wir vom Verband kümmern uns einmal darum, den Jäger, der einen deutschen Jagdschein besitzt, oder einen Jagdschein seines Jagdlandes, seines Heimatlandes besitzt, so auszubilden, ihm die Grundlagen zu geben, dass er ethisch, gerecht, tierschutzgerecht jagen kann mit dem Bogen. Kümmert ihr euch darum, dass das irgendwann mal in Deutschland erlaubt ist? Sind da irgendwo die Lichter am Ende des Tunnels, wo man wirklich sagen kann, wenn ich in einen Verband eintrete, dann habe ich vielleicht mal die Chance, das auch in Deutschland betreiben zu können? Ja, grundsätzlich ist natürlich der DBJV auf seine Mitglieder angewiesen. Jetzt, wenn wir in Gespräche gehen, in politische Gespräche, was wir relativ häufig haben, oder auch mit den Landesjagdverbänden, kommt häufig die Frage, ja, wie viele Jäger möchten denn zusätzlich mit Jagdpfeil und Bogen jagen? Wie viele Mitglieder habt ihr denn? So, wenn ich jetzt sage, ach, 500, ja, das ist schon ein guter Einstieg. Wenn ich aber sagen kann, 1500, dann ist es eine ganz andere Hausnummer. Das heißt, jeder, der Mitglied wird, kann diese Jagdart unterstützen. Ja? Auch die Ausbildung voranbringen für das Ausland, dass wir ein entsprechend gutes Bild hinterlassen als deutsche Jäger im Ausland. Was noch dazu kommt, rein faktisch, jedes Mitglied bekommt das Jagdmagazin Wilde Hunde. In diesem Magazin ist das einzige deutschsprachige Bogenjagdmagazin integriert. Das haben wir im Mitgliedsbeitrag als Abo integriert. Das wäre so ein kleiner Benefit für. Was kostet denn das Jahresabo? Also des Jahres. Du meinst den Jahresbeitrag? Ja, genau. Entschuldigung, okay. Das Abo. Für Jäger sind wir bei 64 Euro. Das ist jetzt nicht die Welt, wenn man überlegt, dass die Hälfte locker davon fürs Abo weggeht. Und der Rest, jetzt schau mal diesen Stand an hier, was wir hier aufgebaut haben über die letzten Jahre, wie viele Mitglieder hier sind, alle ehrenamtlich. Da muss ein Hotel bezahlt werden, die Fahrtkosten, Verpflegung. Und das geht natürlich dann entsprechend auch über den Verband, über die Verbandskosten. Und 64 Euro sind ein Päckchen Jagdpatronen. Zum Beispiel? Ja. Wenn man 20 Patronen im Jahr opfern kann dafür, dass man ein Verband mit drin ist, ist auch kein Geld. Noch nicht mal 20 manchmal. Ja. Ja. Was wir natürlich auch noch tun, ist, dass wir uns mit der Wissenschaft engagieren, um dort Fragen, die vielleicht jetzt innerdeutsch sind, aber auch europäisch sind, anfangen zu bearbeiten. Das heißt, wir gehen zusammen als Verband mit der Wissenschaft und unterstützen dort Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Doktorarbeiten, um bogenjagdrelevante Fragen hier zu erforschen. Das schaffen wir recht gut. Wir haben 3-4 Arbeiten im Jahr, die wir machen. Und wir stehen natürlich mit unseren Kollegen in den anderen europäischen Ländern im Austausch. Wenn dort wissenschaftliche Projekte abgearbeitet werden, nehmen wir die natürlich auch für uns auf und versuchen die dann dementsprechend in den Bereichen, wo ein Bedarf besteht, die dann herzuzeigen, zu erklären, was es bedeutet. Es gab vor kurzem eine sehr interessante Arbeit, die wurde in Finnland durchgeführt zum Beispiel. Dort wurden ein Vergleich gemacht zwischen Büchs- und Bogenjagd auf Weißwedel. Es wurden 100 Stück Weißwedel mit Büchse beschossen, 140 Stück mit einem Bogen beschossen und man hat Fluchtstrecken gemessen. Und man kam raus, dass die durchschnittliche Fluchtstrecke 55 Meter ist und der Unterschied zwischen Büchse und Bogen waren 30 Zentimeter. Man kam also darauf raus, dass es von der Letalität, von den ganzen Fluchtverhalten etc. wir in dem gleichen Bereich sind. Und das sind natürlich wichtige Informationen, weil genau die Fragen, die du hier stellst, sind zum Teil beantwortet, aber nicht überall präsent. Und das ist natürlich das, was wir versuchen zu zeigen, was ist neuester Stand, um genau diese Fragen zu beantworten. Ja, zu dem Beispiel jetzt noch. Also ich schieße selbst auch mit 3006 bleifrei. Und wenn ich jetzt ein Reh schieße und schieße im Bereich der Kammer, so dass ich nicht auf das Schulterblatt komme und weniger Wildbrettentwertung habe, dann springt das Tier im Regelfall ab, vielleicht 40 Meter, fällt um und ist kurz darauf tot. Wenn ich jetzt mit dem Jagdpfeil schieße, geht der Pfeil einmal komplett durch, das Tier springt kurz ab, 20 Meter vielleicht, sichert nach hinten, denkt, hey, was war das? Dann merkst du schon, es fängt schon an zu taumeln. Aha, es wirkt, die Lungen fallen zusammen, es kommt kein Sauerstoff mehr zum Hirn, das Tier springt nochmal ab, ein paar Meter, 10, 20 Meter, fällt um und ist tot. Also die Fluchtstrecke ist sehr ähnlich und das Verhalten ist sehr ähnlich. Also wir haben eigentlich dasselbe, wie wir auch mit der Büchse haben. Wenn ich mit der Büchse in die Keule schieße, haut das Wild genauso ab, wie wenn ich mit dem Bogen in die Keule schieße. Wenn ich einen tödlichen Treffer, also das Treffen zählt im Endeffekt. Definitiv. Genau wie mit der Büchse. Wenn ich eine Büchse daneben schieße, haut das Wild auch gerne mal 4-5 Kilometer ab. Dafür haben wir bei unserer Ausbildung auch, was das Thema Waldgerechtigkeit anbelangt. Ja. Dass wir uns da als Jäger immer wieder an die Nase fassen und genau das beachten. Eine weitere Frage, die ich immer wieder auch in den Foren lese, ist, ja, aber wenn wir die Bogenjagd erlauben, ja, dann nehmen sie uns die Büchsen weg. Was könnt ihr da dazu sagen? Man kann es vielleicht aus zwei Blickwinkeln betrachten. Der eine Blickwinkel ist, dort, wo über die letzten 40, 50 Jahre in den europäischen Ländern die Bogenjagd eingeführt wurde, wurde die Büchse weggenommen. Nein. Letztendlich ist eines passiert. Wir haben eine erweiterte Jagdart oder eine erweiterte Möglichkeit zu bekommen. Das ist das Einzige, was es war. So kann man auch sagen, der Bogen ist ja kein vollwertiger Ersatz für alles, was man jagdlich machen kann. Mit dem Bogen kann man kein Federwild jagen und mit dem Bogen kann man auch nicht auf der Feldjagd 120 Meter aufs Feld rausschießen. Ja, da hast du komplett recht. Wie der Olli schon sagte, das ist eine zusätzliche Jagdart, die teilweise in Europa verwendet wird oder auch weltweit. Zusätzlich zur Büchse, zur Flinte, zum Greifvogel zum Beispiel, zur Falle. Okay, ich bedanke mich herzlich für dieses Frage-Antwort-Spiel mit euch beiden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand ich sehr informativ, hat mich sehr gefreut. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr da auf jeden Fall in Deutschland noch ein paar Hebel in Bewegung setzt, weil ich finde es wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich bin immer ein Fan davon, das richtige Werkzeug für die richtige Arbeit zu haben. Und ich bedanke mich euch und wünsche euch noch eine schöne Messe. Wir sagen auch herzlichen Dank für eure Zeit. Ich möchte noch sagen, wer Interesse hat, schaut mal bitte, wir haben eine sehr ausführliche Homepage www.dbjv.org. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, Mitglieder, die haben da richtig viel Zeit investiert. Total toll, sehr informativ. Schaut euch mal das mit an. Ansonsten, ja, wir schauen uns hier noch ein bisschen auf der Messe um und bis zum nächsten Mal bei Kummer Tactical. Bis dann.